Eine geheime Fahrrad- bzw. Wandertour inklusive je drei Rittergütern, Schlössern und Mühlen, die so in keinem Reiseführer steht? Bleibt dran und ich sag euch, wo diese Orte genau sind. Moin, mein Name ist Ingraban und hier zeige ich euch schöne Ausflugstipps, tolle Reisetricks und idyllische Naturorte. Heute, wie versprochen, die Zusammenfassung meiner letzten Fahrradtour, welche man übrigens auch super wandern könnte. Gestartet bin ich ab Hannover mit der S-Bahn nach Lindhorst, was eine knappe halbe Stunde dauert. Von Südseite des Bahnhofs aus ist man quasi direkt im Feld und durchquert das erste Dorf namens Schöttlingen. Vorbei an schönen Höfen und an windigen Abfahrten hinab erreiche ich den ersten Halt, das Rittergut Riemeringhausen. Wunderschöne Gebäude umrandet von einem Wassergraben, zusätzlich mit großem Park und Mühle, die ich mir bestimmt mal irgendwann genauer ansehen werde. Weiter geht's durch das Dorf Reinsen, bergauf in den Wald hinein. Kaum dort angekommen, muss ich den restlichen Berg hochschieben und oben eine Pause einlegen. Also, wenn ihr ebenfalls nicht die sportlichsten seid, macht's einfach wie ich. Absteigen, kurz schieben, weiter. Alternativ fahrt um den Wald und somit um den Berg herum. Jetzt kommt eines meiner Lieblingsabschnitte der Route. Minutenlang mit hohem Tempo bergab. Erst durch den restlichen Wald, dann auf einem Feldweg zum Dorf Groß-Hegesdorf. Hübsche Höfe natürlich inklusive. Weiter durch das Dorf Lieren zum Schloss von Hammerstein in Appellern. Und direkt im gleichen Ort zum Schloss bzw. Rittergut von Münchhausen, welches zu meinen Favoriten der Fahrradtour zählt. Der wunderschöne Innenhof kann besichtigt werden. Die Wasserburg strahlt im Sonnenschein mit ihren zahlreichen bunten Blumen. Einfach herrlich. Um Punkt 12 leuchtet sogar eine Glocke. Wieder auf dem Drahtesel führt meine Route vorbei an der Maschmühle, zahlreichen Apfelbäumen und der Rodenberger Aue. An genau diesem Flüsschen mache ich eine gemütliche Lesepause, bevor es weiter durch Rodenberg und hoch zur Windmühle Rodenberg geht. Achtung, wenn ihr die Tour mit dem Fahrrad macht, nehmt unbedingt die Mithoffstraße, nicht die Windmühlenstraße. Letztere endet nämlich kurz vor der Mühle mit einigen Treppenstufen. Ich spreche aus Erfahrung. An der Mühle bzw. dem Gasthaus daneben werde ich von dem freundlichen Eigentümer begrüßt und mache eine Ruhepause in einem Pausenhäuschen direkt neben der Windmühle. Auf meiner Tour dürfen die tierischen Weggefährten natürlich nicht fehlen. Diesmal sind es unter anderem Kühe und eine Katze. Der nächste Abschnitt führt mich den Windmühlenberg wieder luftig hinunter. Es tut gut, sich einfach nur rollen zu lassen. Nach einem kurzen Zwischenstopp am Schloss Rodenberg überquere ich die Autobahn und schleiche mich am Rand des Deisters entlang. Anfangs noch zu Fuß schiebend von einer zur anderen Sitzbank, dann Offroad mit meinem Stadtrad über Stock, Stein und Wurzel. Auch hier gibt es günstige Alternativen an der B65 entlang. Meine Tour neigt sich langsam dem Ende. Den letzten Ort, Bantorf, durchquere ich mal wieder im rasanten Tempo bergab. Die beiden letzten Sehenswürdigkeiten liegen fast nebeneinander. Zum einen die hübsche Windmühle Wichtringhausen sowie das Rittergut Wichtringhausen. Zurück nach Hannover geht's für mich wieder mit der S-Bahn. Diesmal ab Winninghausen aus. Das war meine ca. 30 Kilometer lange Fahrradtour durch das Schaumburger Land. Schreibt bei Fragen und Feedback einfach einen Kommentar und folgt mir sehr gerne für mehr Content. Danke fürs Mitkommen und bis zum nächsten Video.